Moinsen, by the way. Da bin ich gerade so am Labern, dass ich vergesse, hier zu begrüßen. Ich habe eine Sache übrigens nachgeguckt. Wegen den Kettengedöns da hier. Wo ist das Teil? Nee, nicht das. Das da. Wurde das mir mal in irgendeiner Form erklärt? Ich glaube ja, ne? Aber das wurde, glaube ich, nicht unbedingt so deutlich erklärt, vermute ich mal. Weil wenn du jetzt nach unten schaust, wo da steht längste Kette 10, was denkst du dir dabei? Vor allen Dingen, wenn du jetzt das hier siehst, die Belohnung für eine Kette. Was denkst du dir dabei? Wahrscheinlich denkst du dann so, oh, dann muss ich wahrscheinlich quasi das jetzt hier die ganze Zeit anhäufen, ansammeln, bis ich dann eine 120er Kette habe. Und danach erst fordere ich meine Belohnung ein, richtig? Ja, genau das habe ich auch gedacht. Und genau das braucht man nicht machen. Du kannst quasi die Kette als nichts weiteres ansehen als eine Art Fortschrittsanzeige. Ja, im Endeffekt kannst du das als Fortschrittsanzeige ansehen, weil ich kann sie jetzt nämlich einholen, die Belohnungen. Die Kette wird dadurch scheinbar nicht gelöscht oder resettet oder sonst irgendwas. Und wenn ich jetzt, wo hätten wir jetzt mehrere? Sagen wir mal, ich hätte jetzt da, da und da die Aufgabe erledigt, dann würde ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben. Dann würde dann eine 16er Kette sein. Das ist nichts weiter als eine Fortschrittsanzeige, sozusagen. Weil ich ja jetzt hier quasi eine 10er habe. Das sind 4, 5, das sind auch 5, ja, das sind 10. Ja, ich habe jetzt eine Belohnung angenommen. Steht immer noch 10. Was ein Scheiß. Das hätte man ein bisschen deutlicher darstellen müssen oder beschreiben müssen. Was habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Ich habe haufenweise Gold bekommen, FP, Materialien. Okay, war jetzt nicht unbedingt die Welt, würde ich sagen. Ich schätze mal, das ist etwas, was ich jetzt nicht holen sollte, glaube ich, oder? Bin mir nicht sicher, was da jetzt angeht, ob das dann quasi, wenn ich jetzt das da hätte, dass es mir beides angerechnet wird, das weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht. Kann sein, dass es mir angerechnet wird. Ich muss aber auch scheinbar die Belohnungen hier anfordern. Okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt einen Talentpunkt mehr und ich habe einmal heiliges Wasser. Das heißt, ich könnte jetzt zu dieser einen komischen zu diesem einen komischen Camp wieder zurückgehen, um da die Statue oder was auch immer dann anzuquaken, damit ich da das Wasser abgeben kann, um dann eine neue Klasse zu kriegen. Und ich müsste dann denken, wenn ich eine 16er Kette habe, muss ich dasselbe nochmal machen, irgendwo in, ich, boah, keine Ahnung, Farnsport oder so? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich meine, das war irgendwo in Farnsport. Wie bin ich da nochmal reingekommen? Ich habe keinen Plan. Wo war das Lager? Da unten. Okay, ich weiß schon wieder. Ist wirklich gut, dass ich das nachgeguckt habe. Sonst hätte ich nämlich wirklich das Spiel die ganze Zeit quasi wohl in einer Art Hard Mode gespielt. Weil ich mir Sachen hier unnötig schwieriger mache. Achso, warte mal, Talentpunkte. Schätze mal, Angriff zu erhöhen ist halt umso besser, umso mehr Angriff man natürlich hat, ne? Dann würde ja rein logisch dann ja quasi erst Angriff plus 2 besser sein, als halt Angriff zu erhöhen. Theoretisch. Was soll's. Hol ich mir einfach direkt das hier.
Oh hey, und ich habe Geschwindigkeit bekommen. Geschicklichkeit. Super. Mehr seltene Funde. Erhöht die Chance, um 5% seltene Funde zu erhalten. 5% nur? Nur 5%? Echt jetzt? Erblindung. Ich weiß nicht, wie gut das sein könnte. Vielleicht könnte das gut sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es klingt interessant, aber weiß ich nicht. Nehmen wir mal Angriff. Und ich habe Geschicklichkeit. Dürreschlag. Oh, 40 TP? Nee, nehmen wir lieber Geschicklichkeit. Oh, nochmal Geschicklichkeit, super. Gib mir all die ganze Geschicklichkeit. Das stackt nicht, richtig? Warte mal. Ach nee, das ist TP. Nee. Das kann ich eventuell behalten. Das ist ja... Konnte man nicht auch verlernen? Ich habe gerade eine Waffe. Konnte ich nicht die Dinger auch sogar wieder verlernen? Ich meine, die konnte ich auch verlernen. Oder habe ich gerade einen an der Murmel? Habe ich nicht irgendwas gelesen gehabt, wo ich das verlernen konnte? Oder hatte ich da einen so an deinem... Meine Güte. Oder hatte ich da so einen an der Murmel gehabt, dass ich dachte, ich könnte das entfernen? Ich glaube, ich habe das... Ich glaube, ich habe das verlesen. Ich glaube, ich habe das hier gelesen und aus irgendeinem Grund das F mit dran gehangen. Oder ich habe das hier oben gelesen und dachte, da steht quasi erlernen, verlernen. Holla. Was war das denn gerade? Hab quasi gelesen erlernen und dann verlernen. Das kann möglich sein. Dann ist ja doof. Ja, super. Dann hätte ich wahrscheinlich... Oder vielleicht kann man irgendwie die Talentpunkte wieder verlernen. Ich weiß es nicht. Was wollte ich jetzt hier nehmen? Stimmt, der hat ja gerade eine schwere Rüstung. Dann kann ich ja eigentlich das hier machen, ne? Weiß zwar jetzt nicht, ob das vielleicht eher ein Fehler war, aber wird man schon sehen. Ich glaube, bei ihr Magie mitzunehmen wäre vielleicht nicht unbedingt allzu verkehrt. Leider kein Dingensbums, kein Geschicklichkeit. Angriff erhöht. Ja, warum nicht? Okay. Kann man verlernen? Muss ich gerade mal kurz nachgucken, sorry. Chained Echoes, Talents. Reset Talents. Oder Reset. Ja. Reset. Respec oder whatever. Oh. Echt? Okay, ich guck mir lieber noch zur Sicherheit was anderes noch an.
Okay, offenbar brauche ich das nicht. Irgendwas sowas wie ein Reset oder sowas gibt's scheinbar hier nicht, weil du wirst wohl im Verlaufe der Zeit so viele Punkte kriegen, gerade so, dass du im Endeffekt alles freischalten kannst, scheinbar. Okay, cool. Schon wieder nicht im Spiel. Super. Dann kann ich ja getrost weitergehen. Und mir keine Gedanken darum machen. Wo muss ich überhaupt nochmal hin? Ich muss nach rechts. Da. Ist auch so eine Sache, die ich gestern, glaube ich, vergessen habe nachzugucken. Weil irgendwas war noch gewesen. Ich wusste nur nicht mehr genau was. Nach unten. Ich hoffe mal übrigens sehr, dass meine Mutter nicht irgendwie auf den Klops kommt, den ganzen Sperrmüll alleine rauszuklatschen. Weil die hat scheinbar vor, irgendwann gegen sechs. Wohl Sperrmüll rauszustellen. Und ich habe die Vermutung, dass sie halt wieder so ungeduldig ist wie eh und je. Und wird den ganzen Krempel rausstellen ohne mich. Weißt du, will haben, dass ich das mit rausstelle? Aber hat keine Geduld zu warten. Weißt du gar nicht warum. Ist schon immer so gewesen. Seid gegrüßt, Abenteurer aus Valandis. Meine Stimme, die in eurem Herzen widerhallt, möge die Macht längst vergangener Zeiten entfachen. Erweiset euch als würdig und erhaltet meine Gabe. Yeah, Vin und die Glubscherkugel. Diesel. Hier kannst du das weg. Ich habe ganz vergessen, dass man hier irgendwelche Kämpfe hat. Gut, ich habe den ganzen Kram hier nur ein einziges Mal gerade mal gemacht, ne? Also. Lieber die Heilung. Ich schätze mal, das ist hier eher nur für Dingensbums. Für den Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel, was war das jetzt? Eine Unterstützung oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Dieses Icon da unten habe, diese drei violetten Striche, wenn ich das nutzen soll und die einzige Fähigkeit, die ich sonst hätte, wäre hier von Sienna, das Klauen. Ich kann aber nichts klauen. Klauen würde jetzt keinen Sinn machen. Ergo mache ich einschränken, damit ich dann die Fähigkeit genutzt habe, plus noch zusätzlich den Overdrive um weitere 15 verringere. Wobei, ich kann das sogar jetzt nutzen und verringere dabei. Das ist ja nett. Okay, das ist irgendwie cool. Dann kannst du es sogar einfach so verringern. Oh. Machen wir lieber das Auge erstmal weg. Das war ja mal wenig Schaden. Netter Damage. Wait, du hast 444 Schaden bekommen und hast trotzdem noch so viel Leben? Aber was wie, von denen kann ich diesmal was klauen? Okay, wusste ich gar nicht. Oh, und der gibt auch noch mehr Loot.
Ach nee, ich kann ja gar nicht mit dem heilen, stimmt ja. Ich weiß immer noch nicht, was konservierbar eigentlich heißen soll. Vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Charakter, der das nutzen kann. Konservierbar im Sinne von, ich fange dich ein wie so ein Pokémon oder so. Wasser und Stein, okay. Oh, sieh, meine Overdrive-Anzeige ist gleich voll. Hoffentlich verreckt jetzt keiner. Oh, gut, dass du in die Ferne guckst. Ich glaube, der würde sonst wieder einen AOE-Angriff machen, wa? Glaube ja. Warum ist denn jetzt gleich schon wieder einer? Die sind aber schnell. Warte mal. Ich will nicht haben, dass die gleich verrecken. Wobei, die werden gleich verrecken, wa? Einer ist tot. Echt jetzt? Genau das wollte ich nicht haben. Ja, guck mal schön in die Ferne. Sag mal, geht's noch? Kann man das resetten? Cool. Aber das macht doch aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, jetzt gerade weiterzumachen. Nee, das kann so bleiben. Vielleicht sollte ich dann jetzt lieber eher eins der Schweine umhauen. Eins der Win ohne Diesel. Scheinbar macht das mehr Sinn. Nee, lass mal das hier machen. Macht zwar vielleicht gerade nicht unbedingt so viel Sinn, aber besser als, wenn ich zu viel Schaden kassiere, wieder für nix. Bisschen zu heiß. Ja, für eine Runde geht's noch. Hoffentlich. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich noch klauen gehen, aber... Gut, was soll's.
Der wird gleich schon sterben. Was du? Nee, du hast Erde. Okay, dann hier. Einfach verreckt. Habe ich gerade irgendwas abgeschlossen? Irgendeine Art Aufgabe oder was? Oder was war das da gerade rechts? Ich habe da irgendwas gerade gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet richtig. Wasser. Wasser habe ich gerade nicht anzubieten. Und ich sollte vielleicht Lene bei Glenn oder Sienna hinpacken. Merke ich gerade. Und machen wir das hier. Weil Killian will ich nicht unbedingt gerade ersetzen für irgendwas. Der wird eigentlich standardmäßig permanent da sitzen und irgendwie vor sich hin heilen. Das ist das erste Mal. 9 FP nur. Ihr habt die Herausforderung gemeistert, tapfere Krieger, und euch als würdig erwiesen. Nehmt das Abzeichen des Vampirs Cardillo an. Nun geht hin, tapfere Krieger und wissbegierige Abenteurer, denn ihr seid die Zukunft von Eldria. Vampir Caldero? Hä? Was habe ich denn da gerade bekommen? Vampir? Kümmert sich nur um sich selbst. Ja, okay. LP und TP ist stark erhöht. Was ist denn ein Vampir? Okay, abgesehen, dass es ein Blutsauger ist. Äthersauger stellt 60 TP wieder her, nur bei sich selbst. Lebenssauger stellt die LP mit einer Wirksamkeit von 1,3 wieder her, bei sich selbst. Untotenkiller verursacht 10% mehr Schaden an Untoten. LP-Opfer verliert 5% HP, aber Angriffe werden um 5% stärker. Ha. Huh. Vampir. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne haben wollen würde, aber okay. Macht das bei ihr Sinn? Vielleicht, oder? Weil ihre Angriffe brauchen verdammt viel TP. Und sie könnte sich selber die TP wiederholen einfach. Wahrscheinlich für einen gewissen Preis, aber. Dann machen wir mal bei Sienna.
Und Lene packen wir mal bei. Glenn hin. Oh, falsch. Warte mal. So. Ja, war wohl doch nicht der Bandit, ne? Der scheint wohl noch ganz woanders zu sein. Ach nee, warte mal, der war ja da, wo auch Rock Bottom auf der Karte zu sehen ist. Also würde ich hier ja das nicht haben. Stimmt. Warte mal. Kann ich dann... Wow, ich habe einfach mal eben das komplette Land... Echt? Das Land ist aber verdammt klein. Könnte ich wieder hierhin zurück, wenn ich will? Oder hier zum Kortara-Gebirge? Oh, ich sehe da, ich sehe da. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin müsste, um da den Banditen zu kriegen. Ganz links. Da siehst du irgendwie so... Man sieht quasi diese... Kann ich dann irgendwie mit der Maus hin oder... Warte mal. Maus habe ich leider hier nicht. Ganz links sieht man ja diese komische Insel, wo da so ein brauner Punkt unten ist. Und dann da quasi so stückchenhaft geht's nach oben irgendwo hin. Und dann hast du da so eine komische Abbiegung. Da muss ich, glaube ich, hin, um dann zu dem Bereich zu kommen, wo ich womöglich den Banditen finde. Die Banditenklasse. Kann ich dann hier hin und irgendwas machen oder bin ich eher am Feststecken? Ich meine, ich kann ja zurückporten offenbar. Also am Feststecken im Sinne von, du kannst dich nicht unbedingt frei bewegen, weil Leute irgendwo stehen, irgendwelche Söldner oder sonst irgendwas. Weil ich will zumindest dann den Ort dann gefunden haben. Eventuell finde ich ja noch sogar einen Schnellreisepunkt. Mein Spiel macht mir Spaß, von daher will ich schon gern viel sehen, ne? Es kostet was? Einfach nur 10 TP, um 50 dann wieder herzustellen. Steht zwar 60, aber du stellst ja dann quasi effektiv nur 50 wieder her. Wobei, kostet eigentlich weniger, wenn ich im Overdrive bin, stimmt. Okay. Ja, macht vielleicht Sinn, dass sie das hat. Macht vielleicht Sinn. Aber dass Sienna mal einfach mal eben so locker flockig 1000 Damage macht. Hätte ich nicht erwartet. Wie geschwächt. Oh. Ich meine, irgendwas ist da am Mund. Ich muss den Charakter, glaube ich, auswechseln. Ah ja, Schwäche. Ja, ich muss den auswechseln. Wie geht das nochmal? Da. Wind. Ausgerechnet jetzt, wo ich da die Dingsbums gemacht habe. Lene bei Glenn hingepackt habe. Ausgerechnet jetzt wird dann irgendjemand schwach auf einmal. Wait. Stellt die LP mit einer Wirksamkeit von 1,3 wieder her. Achso, das kostet mich einfach nur TP. Oh. Ich habe gerade übrigens den falschen Charakter angeguckt. Rechts da unten in der Anzeige.
Und so wie das aussieht, musste ich sowieso wieder zurück, um Hornechsen zu killen.